Das Eichhörnchen legte den Kopf etwas schief und schaute es ganz lange und eindringlich an. Seltsam siehst du aus, kleines Mädchen, irgendwie ganz anders als die anderen Schneckchen. Aber was ist es nur? Ich komme nicht drauf, sagte es verwundert. Dann gesellte sich eine Igelmama dazu. Sie hatte ein kleines Igeljunge dabei. Mama, darf ich das essen? Fragte das Igeljunge. Sie sieht aus wie eine Schnecke, sagte er. Nein, lieber nicht, mein Kleiner. Die hat da so etwas Komisches in ihrem Gesicht. Das lass mal lieber. Die solltest du lieber nicht essen, antwortete die Igelmama. Darf ich dann ihr Freund sein? Fragte das Igeljunge. Igel und Schneckchen sind nicht befreundet. Man spielt nicht mit seinem Essen, antwortete die Mama und lief weiter. Essen darf ich sie nicht, spielen darf ich nicht mit ihr, nichts darf ich, protestierte das Junge und tippelte seiner Mutter maulend hinterher.